Hallo und guten Tag zu drei Fragen an. Mein heutiger Gast ist Dr. Rolf Wiswetter, ein Mann, der den Vertrieb und die Versicherungswirtschaft kennt wie nicht jeder. Von 1996 bis 2006 schon mal bei der Allianz, dann bei unterschiedlichen Vertrieben, dann nochmal bei der ERGO und seit 2016, lieber Dr. Wiswetter, sind Sie bei der Allianz zuständig für die Maklerbelange, auch Schaden, Unfall und so weiter. Und ich freue mich, dass Sie sich heute zur Verfügung stellen und fange gleich mit der ersten Frage an. Das ist so diese Standardfrage, wie geht es weiter? Natürlich wegen Corona, aber auch wegen Digitalisierung, Demografie, die Fragen der Regulierung, was ändert sich im Geschäftsmodell? Und natürlich, was bedeutet das für Sie als großer Versicherer für die Allianz? Oh ja, da kann man jetzt problemlos eine Stunde mit füllen. Bei der DKM habe ich einen Vortrag gehalten zu den Herausforderungen rund um Corona. Da ist dann wahrscheinlich die Zeit dieses Interviews gar nicht ausreichend. Die Facetten sind vielfältig. Ich glaube, dominant und an allererster Stelle steht die Frage der eigenen Perzeption, also die Frage, wie stellt man sich selber dem Thema gegenüber auf? Und es kommt wieder mal, und ich glaube, für die Unternehmer, die jetzt dieses Interview hören, ist das vielleicht auch ein bisschen selbstverständlich. Es kommt ein bisschen darauf an, geht man diese Herausforderung unternehmerisch an? Erkennt man die Chancen, die eine solche Krise, wollen wir sie mal nennen, beim Namen, eine solche Krise bietet? Denn es ist wie immer, der eine sieht die Krise und versinkt in Selbstmitleid und der andere sieht in der Krise die Chance. Und zum Schluss kommt es ja ein bisschen darauf an, oder im Wesentlichen darauf an, dass man in den unterschiedlichen Herausforderungen, die ja für alle gleich sind, den schnelleren, den besseren Schritt tut. Und darin liegt, glaube ich, das Geheimnis für alle Vertriebspartner, wie auch für die Versicherer, einfach die richtigen Antworten zu finden in der Krise, also jetzt in Corona. Was sind die richtigen Antworten? Zunächst, glaube ich, ist jeder gut beraten, wenn er in dieser Phase seinen Kunden ein verlässlicher Partner ist. Das ist vielleicht etwas schwieriger als sonst, weil in räumlicher Distanz beziehungsweise mit elektronischen Medien ist es nicht ganz so trivial und vielleicht auch nicht möglich, jeden Kunden gleichermaßen gut zu erreichen. Aber die Nähe und die Präsenz beim Kunden, gerade in unsicheren Zeiten, ist, glaube ich, die oberste Pflicht für jeden Berater, für jeden Vermittler in dieser Zeit und natürlich damit auch für den Versicherer. Also die Frage, wie unterstütze ich jetzt meine Kunden, wie unterstützt der Versicherer seine Kunden, aber auch seine Vermittler, um mit dieser Herausforderung klarzukommen, wie gibt er Orientierung, wie unterstützt er beispielsweise auch, wenn es finanzielle Polster knapp ist, Betriebsschließungen beziehungsweise die ganze Diskussion rund um Betriebsstilllegung für Fahrzeuge. Was kann man also tun, um schnell zu reagieren? Und da haben wir als Versicherer natürlich auch die Aufgabe, sozusagen einen Instrumentenkoffer zur Verfügung zu stellen, mit denen der Vermittler den Kunden unterstützen kann. Da sind wir, glaube ich, auch ganz gut unterwegs gewesen. Wir haben eine ganze Reihe von Themen angeboten in der Zeit, um dem Kunden Unterstützung zu bieten und den Vermittler in die Lage zu versetzen, auch in dieser Zeit nah beim Kunden zu sein. Das zweite Thema ist sicherlich die Digitalisierung, also der Fokus auf den Prozess. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mich ins Auto zu setzen und die Kunden zu besuchen, sofern ich dazu nicht mehr in der Lage bin, bleiben uns nur die neuen Medien, mit denen das aber auch sehr gut geht. Das sehen wir jetzt vielleicht gerade auch hier in dem Interview. Die Technik eröffnet neue Möglichkeiten und viele erkennen die neuen Möglichkeiten erst, wenn man das Alte abschaltet. Ja, also es gibt bestimmt einige Menschen in dieser Welt, die haben noch lange am Tastentelefon festgehangen, bis es irgendwann nur noch Handys gab. Und wenn man dann merkt, jetzt funktioniert das Tastentelefon nicht mehr, dann entdeckt man plötzlich die Möglichkeiten des neuen Handys. Und so ist das im Leben, dass man ab und an auch mal einen externen Impuls braucht. Der ist nicht immer angenehm, der erzeugt zusätzliche Arbeit, aber er schafft auch neue Möglichkeiten. Und ich glaube, die haben alle Vertriebe ganz gut genutzt. Wir sehen das ja an der Umsatzentwicklung. Man hätte ja die schlimmsten Befürchtungen haben müssen oder können angesichts Corona. Und jetzt können wir ja heute mittlerweile relativ solide sagen, dass wir mindestens umsatzseitig doch ein sehr erfolgreiches Jahr haben werden. Vielleicht erreicht nicht jeder seine Planziele,
Aber das, was andere Branchen erleben an Einbruch, das wird uns so nicht ereilen. Da sind wir sehr zuversichtlich. Und da gilt natürlich auch den Vermittlern in der Allianz der eigenen Ausschließlichkeit und natürlich auch den Maklern und sonstigen Kooperationspartnern ein Dank, dass sie in dieser Zeit diese Flexibilität gezeigt haben und das Engagement gezeigt haben. Das sei an dieser Stelle mal ganz besonders hervorgehoben. Nun haben Sie, Herr Dr. Wissmesser, in Teilen schon den zweiten Gedanken, den ich hier für mich notiert habe, mitbeantwortet. Renaissance oder Ende des Vermittlers, wie wird sich der Vermittler verändern? Vielleicht noch eine Replik kurz zu Ihren Ausführungen gerade. Ich gehe davon aus, dass Sie dann, wenn Sie von Vermittlern und deren Zielen sprechen, nur davon ausgehen, dass Sie IDD-konform natürlich die selbst gesteckten Ziele des Vermittlers sehen und nicht etwa noch dem Gedanken nachhängen, dass Versicherer den Vermittlern Ziele setzen. Das war die kleine Spitze, die jetzt mal sein musste. Aber wie gesagt, gehen wir mal davon aus, dass Sie das gesetzeskonform so umsetzen in Ihrem Haus. Aber die Frage, die sich mir stellt, wie ändert sich das für den Vermittler? Sie haben beispielsweise auch jetzt in der Kfz-Sparte einen Direktvertrieb aufgelegt. Da stellt sich natürlich die Frage, was wird mit Vermittlern? Das ist die Frage der Pools, das ist die Frage der Vergleichsportale, Verivox oder Check oder wer auch immer. Möglicherweise ist das doch nicht mehr die Zeit der Vermittler. Wie sehen Sie das? Ja. Also zunächst mal ist das fast ein bisschen eine rhetorische Frage, Herr Heinz, vermute ich, denn Sie hätten mich wahrscheinlich nicht eingeladen, wenn ich hier gerade das Totenglöckchen läuten würde. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass das auch Quatsch ist. Das sehen wir ja auch jetzt an der Umsatzentwicklung. Wenn ich jetzt so in die Branche gucke, dann sehe ich im Moment mehr Effekt auf der Ebene des Direktvertriebes als auf der Ebene des personengestützten Vertriebes. Und man merkt dann doch wieder, dass das Produktversicherung etwas ist, da brauchen Menschen Unterstützung, Hilfe und das persönliche Gespräch. Das ist ihnen sehr viel wert in dieser Situation. Zu der Zukunft, da bin ich fest davon überzeugt, dass die persönliche Beratung weiter florieren wird. Das hängt natürlich ein bisschen an den Produkten. Wenn ich ein sehr, sehr leichtes, sehr einfaches, sehr triviales Produkt habe, private Haftpflichtversicherung, von mir aus auch eine Risikolebensversicherung, obwohl die angesichts der Gesundheitsfragen für viele auch schon eine Herausforderung ist, dann kann ich vielleicht, habe ich den Weg leichter, mich selber zu bedienen. Meine Kinder sind jetzt alle so gerade in der Zeit, wo es darum geht, sich selber zu orientieren. Und ich kann Ihnen sagen, auch meine Kinder brauchen die Unterstützung eines Beraters. In dem Fall bin ich das. Ich sehe, dass auch die Jugend, die ansonsten sehr autonom unterwegs ist, wenn es um so Themen geht wie Versicherungen, die ihnen nicht nahe sind, den Impuls von außen braucht und die Unterstützung von außen braucht. Und das ist für das Internet auch auf Dauer schwer und das wird es nicht leisten können. Insofern glaube ich ganz fest an die persönliche Beratung und nichts in den letzten Jahren deutet darauf hin, wir brauchen nicht mal eine Renaissance, denn es ist ja noch nie der Niedergang der persönlichen Beratung gewesen. Jahr für Jahr steigen die Umsätze in der persönlichen Beratung. Und insofern bestätigt das, dass wir da auf dem guten Wege sind. Zu der Frage, was braucht es, dass die persönliche Beratung in Zukunft auch erfolgreich ist? Da sehen wir natürlich, und das ist auch für niemand, der jetzt hier zusieht, sicherlich für niemand eine Überraschung, da sehen wir schon ein verändertes Verhalten, eine Hinwendung zu neuen Medien, zu Digitalisierung, zu neuen Formen des Marketings. Auch zu der Frage, wie komme ich an Neukunden, Lead-Generierung findet morgen anders statt, als es gestern stattgefunden hat. Das klassische Empfehlungsmanagement wird ein Stück weit ersetzt durch moderne Plattformen, die man nutzt, die man sozusagen in das Internet legt, um den Kunden über andere Kanäle auch zu erreichen. Und natürlich, das sehen wir jetzt in Corona ja auch persönliche Beratung, vielleicht mal nicht auf dem Sofa, sondern die persönliche Beratung über moderne Medien ist auch ein Instrument, das gelernt werden will. Der Kunde erwartet regelmäßigen Kontakt und Betreuung. Der Kanal dafür kann unterschiedlich sein, aber die Vertrauensperson dahinter bleibt die gleiche. Die Menschen sind nicht in der Lage und auch nicht willens, 20 Leuten zu vertrauen, wenn es um Finanzthemen geht, sondern sie brauchen
eine Bezugsperson, mit der Sie sich da wohlfühlen und der Sie vertrauen und mit der Sie die Lebensplanung besprechen können. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wir müssen halt hybride Kundenwünsche erfüllen. Und unser Maßstab ist morgen möglicherweise ein Maßstab, den die Kunden aus anderen Branchen transferieren. Für mich das Wichtigste ist eigentlich immer, und das ist die Basis für den Erfolg, die Nähe zum Kunden. Wir haben immer noch zu viele Kunden, auch in der persönlichen Beratung, die 2, 3 Jahre keinen Kontakt zu ihrem Berater haben. Und das ist, glaube ich, die Sollbruchstelle. Dort verliert der Kunde das Vertrauen. Und da müssen wir ansetzen. Es muss uns gelingen, die Betreuungsintensität zum Kunden sicherzustellen, die der Kunde von uns auch erwartet. Und das Minimum, wirklich das unterste Minimum, ist einmal im Jahr ein solider, vertrauensvoller Kontakt. Viele, das weiß ich ja auch, viele Vermittler haben regelmäßig Kontakt zu ihren Kunden. Häufig sieht man sie auch im privaten Umfeld. Man sieht sie im Sportverein, man sieht sie in anderen Vereinen, man sieht sie hier in der Nachbarschaft. Das begründet ein Vertrauensverhältnis. Aber das bewusste Betreuen, Beraten des Kunden in Finanzfragen darf nichts sein, was man in langen Abständen tut, sondern das muss regelmäßig erfolgen. Dann haben Sie wunderbar und in ordentlicher Länge, wie sich das gehört für einen Mann Ihres Schlages, das Thema Vermittler in den Vordergrund gestellt, haben aber wahrscheinlich aus purem Versehen nicht darüber gesprochen, was denn nun mit Ihren Direktvertrieben ist, beziehungsweise wie Ihr Einstellung zu Pools und anderen ist. Aber das ist jetzt ein bisschen mehr Spaß. Es ist schon wichtig, dass Sie sich klar und deutlich zum Vermittler bekennen. Und dann würde ich gerne mit der Bitte um kurze Antwort auch bei der letzten Frage ein Bekenntnis von Ihnen erwarten. Ich würde Sie nämlich fragen, warum wird der BVK als der Ihnen bekannte berufsständische politische Unternehmerverband für die Zukunftsfähigkeit der Branche eine zentrale Rolle spielen, wenn Sie dem überhaupt zustimmen, und für Sie persönlich und auch natürlich für das Haus Allianz ein wichtiger Partner sein? Wenn Sie da vielleicht noch kurz etwas zu sagen können. Wir wissen ja aus gemeinsamen Gesprächen oder aus gemeinsamen Terminen, dass die Branche, und mit der Branche meine ich den Versicherer, damit meine ich den Vermittler und damit meine ich prinzipiell alle, die rund um das Thema Finanzvertrieb, Versicherungsberatung unterwegs sind, dass wir immer nur gemeinsam erfolgreich sind oder aber auch aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann kommt das Thema Politik und Regulierung ins Spielfeld oder eben auch gemeinsam verlieren. Ich glaube nicht, dass eine der Parteien zu Lasten der anderen gewinnen kann. Das ist vielleicht eine Strategie, die ein Jahr lang gut gehen kann, aber auf lange Frist geht es nur gemeinsam. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und deswegen sitzen wir ja auch immer wieder in der politischen Diskussion mit Politik oder aber auch in den Verbänden gemeinsam und stellen uns gemeinsam den Herausforderungen. Das sehr Positive ist, dass wir, ich sage mal, jetzt in 95% der wesentlichen zentralen Themen ja absolut deckungsgleiche Einschätzungen haben und die dann, wenn wir sie gemeinsam gegenüber der Politik formulieren, viel überzeugender sind. Und das haben Sie ja, wenn ich jetzt mal den BVK da als Vorbild nennen kann, dann ist das Thema sicherlich der Provisionsdeckel und der Kampf dagegen und die Fragestellung, die wir jetzt in den letzten Monaten hatten, wie kriegen wir die Regulierung beziehungsweise auch die Beaufsichtigung der Vermittler hin. Wir hatten da in der Regel gemeinsame Positionen und haben sie in vielen Fällen auch erfolgreich gegenüber der Politik vertreten können. Die BaFin hat sich nicht bremsen lassen, leider. Ich denke, dass das gemeinsame Tun und das gemeinsame Kämpfen aus den verschiedenen Blickwinkeln für die gemeinsame Zukunft essentiell ist. Und da sehe ich die Vermittlerverbände, die ja zum Schluss sehr viel auch in der Politik vernetzt sind und die ja eine Interessengruppe vertreten, die als Wählerinnen und Wähler nicht ganz unrelevant sind für die Politik. Da haben wir ein ganz wichtiges Spielfeld, das Sie als BVK sehr intensiv pflegen und nutzen. Und dafür bedanke ich mich oder dafür darf sich die Wirtschaft, die Versicherungsindustrie bedanken. Und wir unterstützen das ja auch immer wieder gerne. Ich bin ja nicht das erste Mal hier in der Runde. Insofern vielen Dank für diese gute Zusammenarbeit. Gut, das war sozusagen das Lob zum guten Schluss. Ich lobe Sie jetzt, Herr Dr. Wisswesser, und danke, dass Sie mitgemacht haben heute bei unserer kleinen Fragerunde. Ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen mit Ihnen, selbstverständlich. Wie immer, wir streiten gemeinsam im Sinne der Vermittler und vielen Dank
fürs Gespräch. Herr Heinz, auch ich danke, wünsche allen viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Dankeschön.